In diesem Video hörst du 5 Dinge, die du tun kannst, um deinen Traummann süchtig nach dir zu machen. Ja, du hast richtig gehört, 5 wissenschaftlich erwiesene Tatsachen, die ihn dazu bringen, nur noch an dich zu denken und das brennende Verlangen zu haben, dich die ganze Zeit sehen zu wollen. Wenn es also gerade in deinem Leben jemanden gibt, den du toll findest und an den du ständig denken musst, dann wirst du zu Ende dieses Videos wissen, wie du diese Gefühle auch bei ihm verstärkst. Bevor wir loslegen, klick hier, um meinen Kanal zu abonnieren, damit du immer sofort die neuesten Tipps und Strategien bekommst. Die 5 Dinge, die ich dir heute zeige, sind wissenschaftlich erwiesen. Also wir alle reagieren auf diese Trigger, ganz egal, ob wir wollen oder nicht. Und diese 5 Dinge sind übrigens auch der Grund dafür, warum du andauernd an ihn denken musst. Jetzt bist du sicher schon gespannt, was es ist, aber bevor ich sie dir verrate, eine wichtige Information. Es gibt keine Zauberpille oder magische Formel, um einen Mann verliebt zu machen, wenn er absolut keine Gefühle für dich hat. Sorry. Wenn du sowas suchst, dann bist du hier nicht richtig. Die Dinge, die ich dir zeige, die sind aus der Verhaltensforschung und funktionieren aber nur bei einem Mann, der prinzipiell Interesse an dir hat, der dich mag, der ein potenzieller Partner für dich wäre. Und es funktioniert auch bei jemandem, der mal Gefühle für dich hatte und dessen Gefühle weniger geworden sind, weil er vielleicht Bindungsangst hat oder persönlichen Stress hat oder vielleicht auch, weil ihr einen Konflikt miteinander hattet. Also, legen wir los. Tipp Nummer 1. Immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Menschen erinnern sich immer an den letzten Eindruck, an den letzten Moment einer Situation. Folgendes Beispiel, stell dir vor, du warst eine Woche auf Urlaub, der Urlaub war schön, alles war gut, aber am letzten Tag ist alles schief gegangen und es war ein richtig, richtig schlechter Tag. Woran erinnert man sich? Automatisch an den schlechten Tag und dadurch erscheint einem in der Erinnerung der ganze Urlaub als schlecht oder als negativ. Oder ein anderes Beispiel, ihr hattet ein wunderschönes Treffen miteinander, aber das Treffen endet mit einem Streit. Automatisch speichern wir das gesamte Treffen als schlecht oder negativ ab. Jede Party, jedes Treffen, jedes Gespräch hat eine sogenannte Prime Time, also einen emotionalen Höhepunkt. Das ist der Moment, wo es gerade am allerschönsten ist, wo die Gespräche total im Flow sind, wo man sich gut fühlt, wo man Spaß hat, wo man viel miteinander lacht, wo alles perfekt ist. Und das ist dein Moment, um zu gehen. Um das Telefonat zu beenden, das Treffen zu beenden, aufzuhören mit dem Schreiben. Und jetzt sagst du, was? Das ist ja genau der Moment, der so wunderschön ist. Und ich weiß, es ist enorm schwer, weil gerade in dem Moment will man bleiben. Man will mehr. Man will mehr von diesem guten Gefühl. Man will mehr Spaß haben. Aber wenn du am Höhepunkt, am emotionalen Höhepunkt einer Situation gehst, beziehungsweise das Schreiben oder Telefonieren beendest, wird es einen riesigen Effekt auf ihn haben. Denn er erinnert dann dadurch das gesamte Zusammentreffen oder diese gesamte Kommunikation mit dir als extrem schön, weil es am emotionalen Höhepunkt endet. Und genauso wird er dich riesig vermissen und wird sich so sehr bemühen, dich bald wiederzusehen und nochmal mit dir zu sprechen und will mehr und mehr Kontakt haben. Probier's aus, du wirst begeistert sein von dem Resultat. Nummer 2. Sei die Frau, von der er nicht genug bekommen kann. Und das schließt ein bisschen an den vorherigen Punkt an. Und du bist dann die Frau, die er nicht mehr loslassen kann, wenn er in deiner Gegenwart ständig glücklich ist und sich gut mit dir fühlt. Also wenn du die Fähigkeit hast, bei ihm gute Gefühle zu erzeugen. Dazu gibt es auch die Spiegelneuronentechnik. Kennst du das schon? Über das habe ich schon in einigen Videos gesprochen. Im Detail zeige ich dir, wie die Spiegelneuronentechnik funktioniert in meinem neuen Coaching Glückliche Beziehung jetzt. Den Link dazu findest du dann später unten in der Beschreibung oder auch am Ende des Videos. Aber zurück dazu. Du strahlst gute Gefühle aus, er fühlt sich in deiner Gegenwart wohl. Wie kannst du das jetzt sofort machen? Nummer 1, lächeln. Wenn wir den Mann sehr oft anlächeln, das vor allem im ersten Moment, wo wir uns sehen, wenn er auf uns zukommt, oder dann auch immer wieder während dem Gespräch, dann hat er das Gefühl, dass du wegen ihm glücklich bist.
Und das wiederum löst bei ihm das Gefühl aus, ein toller Mann zu sein, denn er kann eine Frau glücklich machen und er fühlt sich wieder ein Held. Also lächle ihn möglichst oft an. Die zweite Möglichkeit, um gute Gefühle auszulösen, ist, sag seinen Namen, also sprich wirklich seinen Namen aus und verknüpfe das mit einem Lob oder einem Ausdruck der Wertschätzung. Wenn wir jemanden mit seinem Namen ansprechen, dann triggert das bei ihm ganz besondere Gefühle, vertraute Gefühle. Denn mit unserem Namen verknüpfen wir ja auch unser Gefühl von Identität. Und wenn du dann zusätzlich noch etwas Lobendes oder Wertschätzendes sagst, dann fühlt er sich bei dir so richtig wohl und er kann gar nicht mehr genug von dir bekommen. Und noch eine Möglichkeit, um gute Gefühle beim Auszulösen, ist Augenkontakt. Langer, tiefer, direkter Augenkontakt. Denn das macht das Gefühl der Verbindung zueinander sofort stärker. Der dritte Punkt, um einen Mann süchtig zu machen, und das wird dich jetzt überraschen, nennt sich Variable Ratio Schedule. Das ist ein englisches Wort, die deutsche Übersetzung klingt nicht ganz so gut. Das nennt sich auf Deutsch der variable Quotenplan. Aber dadurch erfolgt eine enorme Verstärkung seines Wunsches, dir nahe zu sein. Wie genau funktioniert das? Ich habe schon in anderen Videos darüber gesprochen, da nenne ich das auch den süchtige Maus-Effekt. Der süchtige Maus-Effekt funktioniert folgendermaßen. Man hat die Maus in einen Käfig gesetzt. Ich meine, das finde ich fies, ich finde Tierversuche schrecklich, aber da hat man eben das entdeckt. Und zwar, wenn die Maus auf einen Knopf drückt, bekommt sie Futter. Das heißt, sie drückt mit der Nase auf den Knopf und es kommt Futter raus. Zu Beginn alles noch ganz normal, das Futter kommt immer, wenn sie einmal drückt. Dann ändert man plötzlich die Reaktion dieses Knopfes aufs Zufallsprinzip. Das heißt, das Futter kommt einmal sofort beim ersten Mal, wenn sie drückt, aber ein anderes Mal muss sie 10-mal drücken, dann 3-mal, dann 5-mal, dann 20-mal und die Maus hat keine Ahnung mehr, wann sie das Futter bekommt und dadurch wird sie süchtig nach diesem Knopf. Das heißt, die Maus beginnt nur noch drauf zu drücken, wie verrückt, um das Futter zu bekommen. So, wieder weg von der Maus, zurück zu dir. Wie kannst du das nutzen? Ganz einfach, indem du zu ganz ungleichen Zeiten antwortest, indem du dich wirklich unberechenbar verhaltest. Einmal antwortest du sofort, einmal lässt du ihn 3 Stunden warten, dann antwortest du einen Tag später, dann vergisst du vielleicht sogar zu antworten und dadurch machst du ihn süchtig nach dir. Denn jedes Mal, wenn du dann antwortest, löst das bei ihm Dopamin aus. Weißt du, dieses Glückshormon und er fühlt sich dann gut. Aber er kann nicht mehr berechnen und einschätzen, wann du antwortest. Dieser Effekt ist schon sehr bekannt und wird in unterschiedlichen Bereichen genutzt. Unter anderem nutzen das auch die Glücksspielbetreiber. Denk mal an einen Spielautomaten. Man wirft eine Münze rein und man dreht und es kommen Symbole und manchmal gewinnst du, manchmal nicht, aber es ist komplett zufallsverteilt. Und was passiert mit den Menschen, die dieses Spiel anfangen? Sie können nicht mehr aufhören. Sie spielen und spielen und spielen, weil sie einfach gewinnen wollen, weil sie diese Unsicherheit süchtig macht. Und ich wette, du kennst das selbst, nur halt leider aus der anderen Perspektive, dass das ein Mann mit dir gemacht hat, oder? Kennst du das? Wenn der unberechenbar ist und einmal schreibt er gleich und dann schreibt er wieder nicht und dann schreibt er wieder gleich und dann wieder nicht, das macht uns verrückt, oder? Das macht uns crazy. Wir können nur noch an ihn denken. Ist dir das auch schon mal passiert? Schreib mir hier in den Kommentaren, was du darüber denkst. Viertens, lass dich von ihm erobern. Der weibliche Jagdtrieb, den wir alle so gut kennen, der kann seine Gefühle abschwächen. Wenn du zu viel für diesen Mann tust, verliert er das Interesse. Und ich weiß schon, viele sagen jetzt, ja, das ist altmodisch und warum muss sich immer nur der Mann bemühen und so bla bla. So ist es eh nicht gemeint. Als Frau bemühst du dich ja auch, aber das hier ist eine Grundhaltung, die sie Menschen einprogrammiert und das ändert sich nicht. Ganz egal, wie viel Technologie wir haben und wie modern wir sind innerlich immer noch so gepolt wie vor Tausenden von Jahren. Und der Mann braucht das Gefühl, sich bemühen zu müssen, um sich wirklich gut zu fühlen, um wirklich dieses Begehren und diese Begeisterung für dich zu spüren. Ich weiß, es ist schwer, weil du vermisst ihn und du willst ihn unbedingt sehen, aber es bringt wirklich gar nichts, wenn du dich dauernd meldest und wenn du dich zu viel bemühst. Denn er verliert dann das Interesse.
Also versuch langfristig zu denken. Wenn du es schaffst, jetzt mehr Geduld zu haben, dich zurückzulehnen, dich zu entspannen und ihn mehr um dich kämpfen lässt, dann wird es langfristig gut gehen. Wenn du jetzt versuchst, um jeden Preis ein Treffen herzustellen und da ganz viel Energie reinsteckst, dann wird er bald weniger Interesse für dich haben und du leidest dann eben danach. Also lieber jetzt ein bisschen in Geduld üben und dann langfristig davon profitieren. Fünfter Tipp, habe keine Erwartungen. Bleib im Hier und Jetzt in der Anfangsphase. In einer späteren Phase, wenn du in einer festen Beziehung bist, ist es enorm wichtig, Zukunftsbilder zu haben. Jetzt in der Anfangsphase brauchen wir das nicht. Nein, jetzt ist es wichtig, locker zu bleiben und im Hier und Jetzt zu sein und wirklich einen Tag nach dem anderen mit ihm zu leben. Fokussiere jetzt auf andere Dinge, lenk dich ein bisschen ab. Wenn du jetzt deine ganze Energie in diese beginnende Beziehung steckst, dann ist die Gefahr, und das ist wirklich gefährlich, dass du zu schnell zu viele Hoffnungen entwickelst, dass du beginnst, in der Zukunft zu leben, dass du dir schon vorstellst, wie er um deine Hand anhält und wie ihr gemeinsam Kinder habt und so weiter und wirklich dir schon sicher bist, dass er so der perfekte Mann für dich ist. Das Problem davon ist, dass du dann nicht mehr siehst, was wirklich in der Realität passiert. Das heißt, wir blenden dann vielleicht sogar Warnsignale aus, die uns eigentlich darauf hinweisen, dass es gar nicht passt. Und das zweite Problem ist, dass du dich dann beginnst, anders zu verhalten, dass du das Ganze noch wichtiger machst und es sehr, sehr ernst nimmst und dann auch Ängste hast, wenn er sich nicht sofort meldet. Und all das kann der Mann spüren und das überträgt sich dann auf ihn. Vor allem gehst du dann mit dieser Haltung hinein, ich brauche ihn, er muss es sein, er ist der eine, wenn ich ihn nicht habe, dann ist alles aus. Und genau das finden Männer und auch Frauen, genau das finden wir Menschen eigentlich überhaupt nicht attraktiv. Also, bleib locker, bleib im Hier und Jetzt, wende die anderen vier Tipps an und dieser Mann wird süchtig nach dir, wird nur noch an dich denken und dich immer sehen wollen. Damit es jetzt noch schneller geht, habe ich ein Coaching für dich. In dem Coaching lernst du, wie du eure Beziehung aufbaust, stärkst und mit ihm glücklich wirst. Den Link zu meinem neuen Kurs Glückliche Beziehung jetzt findest du unten in der Beschreibung und auch hier. Hat es dir gefallen? Dann gib mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, damit du immer sofort über die neuesten spannenden Tipps und Strategien informiert wirst. Viel Spaß beim Flirten!